Moin Leute und herzlich willkommen zum neuen Video. Heute mit tiefer schneiter Kulisse. Das ist das erste wirkliche Video vom Golf 4 4Motion. Wir sind gerade dabei, in Rost zu richten bei der Heckklappe. Wir haben da jetzt gerade schon angefangen. Deswegen werden wir ein kurzes Bild reinmachen, wie der vorher ausgeschaut hat. Da haben wir von einem Teil, der was besonders schlimm war, haben wir ein Bild. Und dann sage ich, geht's jetzt los mit dem Video. So, und das ist die Seite, die ich gerade schon im Bild gesehen habe. Ihr seht nichts durch, Gott sei Dank. Geht alles nur zum Richten. Und am besten schleift es das einfach mit einem Fingerschleifer ab. Und jetzt kommt dann Step 2, und zwar mit einem Rostumwandler einfach einstreichen. Das werde ich jetzt gleich mal machen und zeige euch dann, wie es weiter ausschaut. Das ist nochmal die andere Seite. Und da oben war ein bisschen, so wie auch da. Gott sei Dank ist eben nichts durch und ja. So, wir haben da jetzt alles eingeschmiert und wie ihr es da seht, da ist es normal so gelblich, und wenn es dann aber schon länger eingewirkt ist, sitzt es da gut, dann ist es so lila mäßig und dann wisst ihr, dass es fertig ist. Es gibt auch andere, da wo er dann weiß wird, aber eben das ist eben unterschiedlich und ja, also es ist Teil 2 vom Rost beseitigen einmal schon erledigt. Jetzt muss man warten, bis es dann eingewirkt ist. Und dann geht es dann schon nochmal ans Putzen mit dem Serpentin und dann kann man dann schon mal eine Grundierung drüber geben. So, wir haben jetzt die Scheibe abgepickt, weil ansonsten hat man überall einen Film drauf. Und jetzt mal da grundiert. Wir nehmen da so einen Quattro-Grund her. Der ist relativ gut, weil der schnell trocken ist und witterungsbeständig ist. Wir haben jetzt nicht gekittet, das muss ich dazu sagen. Weil wir das jetzt nur mal richten über den Winter und dann im Sommer wird es gescheit gerichtet. Aber bis jetzt schaut es mal gut aus. So, und wie ihr sehen könnt, haben wir jetzt alles lackiert. Natürlich, da sind es noch ein Lack ein bisschen weggelöst. Wir haben jetzt nicht gekittet und so, das ist nur schnell gerichtet eben, dass der Rost weg ist, dass es nicht weiter rosten kann. Und dann im Sommer, wenn dann wirklich wenn es dann wirklich gescheit trocknet, dann werden wir es auch nochmal neu lackieren. Da ist schon noch nicht trocken, deswegen passt die Farbe noch nicht ganz. Aber ich zeige eigentlich dann, was das Endergebnis ist. Aber bis jetzt schaut es mal echt gut aus. So, und wie ihr sehen könnt, Lack passt. Passt da zum anderen Lack dazu. Natürlich da, das ist klar, dass da Unebenheiten sind, weil wir es nicht gekittet haben. Da oben auch schön. Da auch. Andere Seite auch. Da drückt es die Farbe aus. Aber ansonsten eigentlich schon viel schöner und vor allem, es kann uns nicht weiter rosten. Das ist ganz wichtig, weil um das ist es uns jetzt gegangen. So, dann genießen wir noch ein letztes Mal den Ausblick und dann würde ich auch schon sagen, danke fürs Zuschauen und wir sehen uns im nächsten Video. Peace out! Danke fürs Zuschauen. Wenn es euch gefallen hat, lasst ein Like da, abonnieren und dann sehen wir uns im nächsten Video. Peace out.